Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Tom Boden. Ich bin Autor und Regisseur. Schreibe auch Artikel als Journalist, habe einen eigenen Blog und habe gestern bei Twitter angekündigt, dass ich mich mal mit dem Thema Agenturen im Internet, Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch gekaufte Accounts, durch falsche Accounts mal widme, mal recherchiere und dann dazu schreibe einen Artikel. So, die Recherche ist fertig. Ganz schön was zusammengekommen. Auch Altbekanntes, was bestätigt wurde, ein paar Sachen sind neu, aber im Großen und Ganzen ist das, was ich erwartet habe, noch was viele von uns kennen, auch die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. Also es gibt viele Bots, sehr viele Bots, also künstliche Accounts, die vortäuschen, dass sie von Menschen geführt sind, sind sie aber nicht, sondern sie sind kreiert worden durch Programme mit falschen Profilfotos, die man auch schon wunderbar im Internet bestellen kann. Die werden eingesetzt, sehr gezielt in Botfarm ausgelassen, auf Meinung gesetzt und versuchen dann durch manipulative Fragen, die man auch selber, die sie sich selber so zusammensuchen, Leute dazu zu bringen, ihre politische Meinung zu ändern oder gesellschaftliche Meinung. Das ist nicht neu. Für mich war neu, dass es das bei Wikipedia inzwischen auch schon gibt. Dass also man bei Agenturen auch schon Einträge bei Wikipedia bestellen kann, aber nicht für das eigene Profil, sondern für Profile von anderen. Auch das passiert inzwischen schon. Gab es auch schon Artikel drüber in diversen Zeitungen. Habe ich noch nicht mitbekommen. Also ist es ein weit verbreitetes Problem. Ich habe das genannt, die Entmenschlichung der politischen Diskussion in Deutschland, weil inzwischen gehen ernste Schätzungen so von 30 bis 40% aus von künstlichen Accounts, die gelenkt werden, um uns in irgendeiner Weise was durch Beleidigungen sauer zu machen oder durch Nachfragen, ständiges Nachfragen, nachdenklich oder durch das Verteilen von Artikeln oder Meinungen umdenken zu lassen in gewissen Problematiken. Das ist jetzt letztendlich nichts Neues. Ich hätte es gerne mal geschrieben und mache es aber doch nicht. Weil ich habe gemerkt, wenn ich jetzt auch in diesen Informationskrieg eintauche, ja, mit meinem Artikel geht es ja weiter. Ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht, da geht es hinten, vorne, links und rechts. Also ich würde in diesen Krieg nicht das Friedensfähnchen wedeln, sondern ich würde teilnehmen. Und ich habe keine Lust teilzunehmen. Ich habe gerade was die Corona-Problematik angeht, so und so das Gefühl, dass das größte Problem, was wir mit dem Virus haben, neben den gesundheitlichen Problemen, die ganz, ganz elementar sind natürlich, aber das Problem der gesellschaftlichen Spaltung ist, die wir noch gar nicht so richtig erfassen in vielerlei Hinsicht, glaube ich, und die uns irgendwann mal ganz massiv um die Ohren fliegen kann. Das ist das, was letztendlich hier bei rausgekommen ist, dass ich das sehr, sehr deutlich gemerkt habe und dass das, was da gerade passiert, auch in Social Media nicht dazu beiträgt, dass wir uns sachlich und fair miteinander austauschen, sondern wir werden halt manipuliert. Und das ist jetzt nicht der große Bruder Microsoft oder irgendjemand anders, der da sitzt, sondern es sind viele kleine Einzelinteressen, die miteinander verwoben sind oder nicht, aber es ist keine Verschwörung, sondern es ist schlichtweg Meinungsmache. Und ich denke mal, so gefährlich wie Corona ist und gefährlich auch für unsere Gesellschaft ist es eben wichtig, dass wir versuchen, jetzt aus diesem blöden Automatismus rauszukommen. Jeder Mensch für sich selber und vielleicht auch alle miteinander. Ich habe gestern in meinem gnadenlosen Leichtsinn vorgeschlagen, wir können mal eine riesen Party machen irgendwo am Wochenende. Und können uns mal alle miteinander, pro, contra, egal wer, mal so richtig schön volllaufen lassen und mal dann am nächsten Tag mit dem dicken Kater uns alle angucken und sagen, so, jetzt ist gut. Das haben wir jetzt mal geschafft. Halte ich für unrealistisch. Erstens, man kann ich nicht so viel Bier auftreiben. Zweitens, mal flippt das Ordnungsamt meiner Stadt aus, wenn ich das mache. Also das lassen wir mal schön. Vielleicht schafft man es ja irgendwie in Berlin nächstes Jahr im Sommer. Aber im Ernst, nach all dem hier habe ich mich gefragt, was ich tun kann, damit das jetzt mal aufhört. Erste Entscheidung war, den Artikel nicht zu schreiben. Zweite Entscheidung war, das Video zu machen, damit ihr seht, dass es ein Echter ist, der das jetzt alles gerade sagt und nicht irgendeiner, der wieder was schreibt. Echt eine Matsch dadurch durch diese Recherche gekriegt, ich merke das schon.
Nein, aber das Dritte ist, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass ich mir gesagt habe, ich muss an mir selber arbeiten. Und zwar dieses Corona-Thema und alles, was damit zusammenhängt, einfach mal einordnen in viele andere Sachen, die ebenfalls wichtig sind und die ich eigentlich in den letzten 18 Monaten durch die permanente Diskussion und das permanente Hin und Her doch relativ heftig vernachlässigt habe. Freundeskreis, Familie, Beruf auch wieder. Das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Und die sind genauso wichtig, ob jemand geimpft ist oder nicht. Oder vielleicht sogar auch wichtiger. Ja, das ist die Konsequenz aus meinen Recherchen. Anstatt einen Artikel für viele tausend Menschen zu schreiben, sage ich, ich kümmere mich jetzt erstmal um das, was da drin passiert und versuche mal wieder zu begreifen, dass das Wichtige bei uns letztendlich der Mensch ist, auch mein Gegenüber, auch wenn er anders denkt als ich. Und auch ist es wichtig zu erkennen, dass wir eigentlich trotz all dem ganzen Blödsinn, der hier gelaufen ist, eigentlich in einem sehr, sehr guten Land leben. Und dass wir eigentlich miteinander versuchen sollten, dieses Land wieder richtig stark zu machen. Das ist die Konsequenz aus meiner Recherche. Und damit ich das jetzt auch gut alles verarbeite, mache ich jetzt mal 14 Tage Urlaub und melde mich aber, wenn ich wieder da bin. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche eine schöne Zeit und take care.